Hallo. Willkommen zurück im wunderschönen Vault und Schwert. Ja, wir gehen wir den Vault 1 und X. Mal mit. Leute, es ist soweit. Wir haben ein Komm. Euch rein. Wunderbar, es ist ein Ist so laut oder was meint ihr? Kommt mir das nur so vor. Jetzt hier ein bisschen. Stecken. Wir haben ein Baby. Guck mal. Oh Leute, der Babyboom ist da. Ja, großartig. Und zwei neue Rollmitglieder. Melissa Hancock ist da. Hier haben wir Laura Hale und Kimberly Morgan. Wir können die Namen ja noch wieder ändern. Austin Curtis. Super. Folgen Eltern. Larry Hall. Na toll. Noch ein Linger Hall. Darren Forster. Harry Page. Großartig, Leute. Wir haben jetzt hier so viele Kinder, ey. Wir sind jetzt bei 21. Was ist hier? Haben wir zwei neue Pferde. Großartig. Einen neuen Arzt. Komm rein! Auch ein Riegel! Hier haben wir... Das Gefühl, die Musik ist laut, was man hier... Ein Sound! Wie sieht's jetzt aus? Schaut mal rein, bitte! Der Sound jetzt da ist. Und wir haben noch mehr Bienen. Ah, du kommst natürlich auch rein. Ist... Ah. Ups. Oh mein Gott. Ja. So. Hand und Tail. So, wir sind ein voller Band hier, Vault. Liebe Leute, wir haben 24 von 26 Bewohner, wir müssen bald anbauen, ey. Wir haben richtig viel Kohle. Den. Nein, Donald Tail! Wir leben ihn wieder, oder? Wir leben ihn wieder und nehmen ihn zurück. Wieso ist er gestorben? Den Ghoul. Wir müssen ihn zurückrufen. Guck mal, wie viel Zeug er hat. Er muss zurück. Seit 4 Stunden und 22 Minuten unterwegs. Läuft das Spiel eventuell weiter, wenn man raus ist? Über Chat. So, auch zum Rückruf. Ja, wir könnten ihn mit 3 Koks könnten wir ihn zurückrufen. Aber Donald Hale. Wir haben neue Sachen geschafft, bringt ein Baby dabei. 3 kritische Kinder, lasse 5 Männer und Frauen gemeinsam in den Baracken. Aber Leute, kostenlose Transportbox. So, wenn ich meine Postleitzahl. Dieser Transportbox kann so eine Sammlung starten. Also einen pelzigen Leiter in einem. Natürlich holen wir eine Transportbox ab. Guck mal, jetzt können wir so viele neue Gebäude bauen auf einmal. Die Krankenstation. Auch sehr gut. Die Radiostation. Die Waffenwerkstatt und den Trainingsraum. Wow! Wir brauchen erstmal die Krankenstation und das Forschungszentrum. Wir wollten eine Krankenstation. So, weil ich hier weniger gespielt habe, am zweiten Tag, dann nicht so viel. Alle sind wieder da, die Kinder rennen natürlich rum. Ja, Babys, brauchen wir die immer? Das ist auch nur ein Weg. Das Zeug bringt ihr mit. Okay, wo wollen wir denn? Mein Gott, ich werde hier überflutet gerade. Krieg einen Hund! Golden Retriever, plus 6 Ödland, Waffen und Auto.
Ein Golden Ray Retriever, Haustiere. Haustiere können deine Bewohner stärken. Seltene Tiere bringen besser Boni. Du weißt Haustiere ebenso die Waffen und auch der Zinn. Also einige Haustiere sind weiter, ohne die das Ödland erkennen. Okay, soll das Forschungslabor dann hier hin? Jetzt brauchen wir einen Arzt. Gehen. Rick Morgan haben wir hier als Arzt. Haben wir dann noch? Tommy Hancock. Ja, die nehmen wir auch als Arzt. Zwei können da ja arbeiten. Obwohl, warte mal eben. Was ist das denn noch? Auch intelligent. Vielleicht macht das Sinn, tatsächlich auf dem zu gucken, wer hat hier mehr Intelligenz. Da wir dich ja sowieso zur Ärztin haben wollten, mal bitte und jetzt was an. Ja, brauchen wir im Moment ein Outfit. Ohne Radioschützen, super Sachen, ey. Eine Waffenwerkstatt, Leute, ein Trainingsraum. Oh, das ist... Aufseherbüro würde ich jetzt gar nicht so in der Funk machen. Und die Radioschützen, da brauchen wir mal Karte. Brauchen wir die denn hin? Ich würde sagen, wir brauchen keine größere. Dann brauchen wir die mal hin. Scheiße. Radiostütze. Braucht natürlich auch mehr Energie. Brauchen wir die Radiostütze und Charisma? Haben wir einen mit Stärke? Charisma. Natürlich der Scott Trooper natürlich. Er ist nicht weit besten. Brittany Phillips. Der hat auch wahnsinnig viel Stärke. Man kann. Wenn du keine neuen Bewohner haben möchtest, kannst du den externen Sendebetrieb des Radiostudios stoppen. Es wird weiter im Board ausgestrahlt und hält dich zu. Warum man nicht so gerade hier? Oder in den Board. Okay, wie viel Charisma hast du? Einen. Echt nicht so viele charismatische Typen, oder? Doch bitte nicht Phillips. Die hat auch so wahnsinnig viele Möglichkeit. Hat sie gar nicht. Die hat so viel Stärke, aber. Jetzt gar nicht so stark. Denken wir doch mal bitte nicht Phillips. Ja, den werden wir so schnell nicht sehen. Den Donald Hale, auch wenn er auf dem Weg zu uns ist. Da hat er den. Oh, der ist schon mit 12, Alter. Alles klar. Wollen wir die Kinder ein bisschen? Ich sehe es hier gerade, Leute. Wie schön, dass ihr da seid. War die ganze Zeit anders. Tut mir leid. Was wir für Kids haben. Und so ein bisschen Daten ab. Guck mal, hier steht auch eine Leiste von den Erwachsenen. Wäre gern alt genug, um Casino zu spielen. Wir haben überhaupt kein Casino ohne Dame. Hier werden jetzt diese anti-radioaktiv gebaut. Und, ach, und wir sind unter dem Basau. Leider nicht. Ja, was als nächstes finde ich noch interessant wäre, ist der Trainingsraum. Der ist viel stärker. Der Sportraum ist wirklich ausgebaut. Ja, hier haben wir dann auch mehr Leben. Was machst du? Pass auf. Mach noch ein Leben zu machen. Okay, da ist Feuer ausgebaut. Thank you.
Frage ist natürlich, wann. Was sein? Gern ein Chemiekasten. Ist das so? Also normalerweise wird in der Krankenstation dann diese, wie man hier sieht, Forschungslabor und 8 Meter. Ist so ein Ding fertig. Ja, hier ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit dem Sound. Leider noch keine Rückmeldung. Außer, dass eben kein Sound war. Ist nicht auch bald wieder fertig? Hier in der Radiostation der Nidje. 3 Stunden und 45 Minuten und dann kommt vielleicht jemand. Wo würden wir einen Sportraum einsetzen? Ich bin am überlegen, ob ich den Black Fitz Netzwerk weiter hier noch. Ich weiß nicht, ob man den dann. Ach, so aus, als könnte man den Black Fitz Netzwerk-Raum hier nicht weiter raus. Weil der sehr essentiell ist. Ich könnte hier oben den Lagerraum weiterbauen. Ich muss hier auf jeden Fall darauf achten, dass ich hier. Felsen will ich im Moment noch nicht spielen. Und läuft alles noch, aber auch nicht. Wo das auch so. Ja, gut. Trainingsraum bringt halt Stärke. Kann ich noch machen. Ich habe einen haarlosen Bewohner wollt. Wer hat Intelligenz dazu? Welche Punkte, willkürlichen Punkte? Ja, und die Kinder werden jetzt erwachsen. Wir müssen mal überlegen. Falsch. Wir müssen mal überlegen, weil wir noch 2 neue Bewohner aufnehmen können, ob wir vielleicht noch mal eine Baracke erweitern. 120. Im Moment ist es noch nicht nötig. Hier, guck mal. Das sind solche Geheimagenten. Ich weiß gar nicht, was sie machen, aber die bringen super Grundkopf. Mal, wenn ihr dieses Düm-Düm-Düm hört, müsst ihr mal darauf hinweisen. Ja, da sind wir wieder hier im. Eigentlich lieber ein bisschen mehr. Ich werde da irgendwas ändern müssen. Er hat 2 beweglich. Wahrnehmung. Wenn ich die beiden wieder einsetze, wäre ein Strong in Steiner. So. Ja, ich würde gerne das Sportstudio natürlich bauen, aber die Frage ist halt, wohin, ne? Oder wir machen hier unten doch noch eine Ebene und bauen das hier unten. Also, weiß ja. Bauen sich ganz langsam. Ich kann natürlich noch einen Aufzug. Zeit drüber nachzudenken. Den Zeug, der hat, den mussten wir auf jeden Fall wieder beleben, oder? Unheimlich viel. So, wir können uns ja in der Zeit auch mal angucken, was wir hier haben. Was haben wir denn? Was gucken wir uns mal eine Pause mal einmal an. Dicke Bewohner los. Das Aufseherbüro, da kann man nämlich Leute los. Und dann kann man Leute los. Außerhalb. Waffenwerkstatt, ne?
Da brauchen wir im Moment noch nicht so. Also im Moment passt es noch einigermaßen mit den Waffen. Was mir im Moment überhaupt nicht gefällt, ist das. Lieber ins Wasser investieren. Aber das machen wir mal. Ist aber jetzt kriegt da auch besseres Wasser. Also mehr Wasser. Okay. Deiner, das müsste wahrscheinlich auch machen. Wahrscheinlich unser Geld da kein Ende. Für Grundgucken bringt den unser Kollege mit 607. Sehr gut. Der so ausgeht. Und guck mal, der geht mit. Davon sind 3 Karas mal. Jagd. Südlandzeug. Wird doch viel besser. Aber so eine Ödlandsrüstung ist viel besser, weil der dann merkt, ich glaube, die Lücke ist doch sehr effizient. Ne? Ich finde das spannend, die Leute, die überhaupt das. Wasser kommt gleich. Oh, wenig Wasser. Ja, ist nicht. Deswegen haben wir ja gerade Geld da rein investiert, damit wir schneller Wasser kriegen. Vor allem mehr Wasser. Aber ich mag jetzt noch nicht die Ärztin abholen, weil sie gerade geht. Radioaktiven Sachen, die brauchen wir eigentlich nicht. Warten, bis es fertig ist. Na. Ja, auf wie seid ihr denn hier alle eigentlich? Komm, wir warten hier noch eine Minute 20 Sekunden, bis ein dann so machen wir. Ich finde das so spannend. Ich hätte ihn gerne jetzt zurück, ne? Das ist sehr verlockend hier mit der Cola. Aber die muss man nicht verkaufen. Diesen Baustein. Leitung haben wir auch nicht. Der Kinderboom hier war jetzt. Also muss ich wirklich sagen. Dauert natürlich jetzt ein bisschen. Die Erwachsenen sind das dann ein bisschen. Echt hier weit gekommen. Ah, hier. Ja, wir haben. Nein, 3. 6. 8. Und. Jetzt schon unterbesetzt hier gerade.
Und auch unter dem Wasser und unter dem Nahrung. Noch weiter. Nahrung. Ja, ich könnte mir jetzt auch gar nicht erlauben, neue Babys, wenn ich daran denke, dass die anderen Babys haben. Im Weiterschlag auf. Alles natürlich seine Zeit dauert. Ich kann es ja aber gar nicht erlauben. Dann die Frage, züchten wir unsere eigenen Leute hoch quasi? Würde ich vielleicht gleich die Brittany gleich noch. Ich kenne immer so ein, zwei immer schwanger halten. Optimal. Oh, aber vor allem Wasser essen. Das noch. 1000 schon. Boah, ey. Das ist doch verrückt. Wenn wir einen Aufseherberuf bauen. Die Frage wird nicht was. Lagerraum. Ich frage mich, ob ich noch einen Lagerraum anbauen soll. Dann das Aufseherberuf. Dann das. Na, Tempo erhöhen, aber. Bringt es. Über nachdenken. Ja, okay. Ja, was war drin? Wir riskieren es. Ja, viel warten bei dem Spiel, ne? Wieder ein Finish. Ja, eventuell noch ein Wasserlabor bauen, aber mit welchen Leuten wir sitzen? Die Leute werden halt auch unglücklich. Wir stellen das mal auf den Volt. Wir holen keine Leute von. Wir stellen das mal auf den Volt, damit die. Hey! Ja, so vergeht die Zeit. Was hier läuft. Ansonsten haben wir echt. Lange Sicht werden wir auf jeden Fall.
Nahrung und Wasser sind sehr wenig. Okay, pass auf, wir schauen mal gerade, wir müssen jetzt die Leute da hinschicken. Hier, wo ist denn hier Organisator? In der Wasserbehandlung, okay, mal links. Ah, hier ist wieder irgendwo so ein Typ. Hier ihn nicht. Ja, jetzt ist er weg. Ja, ihr könnt es mir immer gerne in die Kommentare schreiben, wo er denn war. Vielleicht habt ihr ihn. Also, ich war hier gerade am. Qualifizierteres Personal in der Wasserbearbeitung. Und ich glaube, wenn ich hier richtig nachgehe, dann ist hier ein Sportraum. Was der bringt. Also der hier bringt Stärke, dieser Raum. Und die hier reinstecken. Tja. Zurück wäre, hätten wir natürlich mehr Sachen, aber ich glaube, er wäre ja, und er hält so. Ich glaube, das Wasser ist so ein Problem. Ja, bringt wenig. War es Lebensmittel? Babyboomen-Volt. Müssen wir ausharren, aber das ist ja eigenartig, ne? Das war unterwegs, war ich da. Und die kann das Spiel ausmachen. Würde das Spiel ja quasi weiterlaufen. Immer unter dem Durchschnitt. Hier kann man auch Leute mal so eine Rolle machen, ne? Und Leute als Affen. Hast du gerade gesagt? Was schaffen wir? Ey. Ja, was ist das? War hier ein Risiko, oder? Hier ist das. Können wir nicht bringen. Also den Wasserverbrauch, den müssen wir definitiv erhöhen. Die Frage ist, wie?
Ja, aber wir bräuchten hier heute mehr Wahrnehmung. Das kann ich was sehen. Aber die Laune sinkt natürlich auch immer. Weil einfach auch immer mehr Gegenstände. Gut, alles Probleme, die wir mit in die nächste Folge nehmen, liebe Leute. Vielleicht habt ihr eine Lösung, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nein, wo ist er? Da. Nein, ich hab ihn doch. Ich doch. Ja, große Versorgungsnöte hier im Vault 1. Ob und wie wir die lösen beim nächsten Mal. Ja, unterstützt mich gerne, indem ihr liked, indem ihr mein Video kommentiert, haut ihr was für den Algorithmus aus. Und ansonsten, genau. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit.